Guten Morgen, Leute. Also, ich bin heute früh aufgestanden. Heute ist Sonntag. Am Wochenende fahre ich immer sehr gerne Fahrrad. Jetzt fahre ich ungefähr Fahrrad 15, 17 Kilometer. Ist nicht so viel, aber es reicht aus. Und bevor ich das mache, weil Frühling beginnt, schönes Wetter, also beziehungsweise Frühling schon begonnen, aber weil der Sommer beginnt, man muss ein paar Kilo abnehmen und ich habe entschieden, ich muss mehr bewegen, klar, und ein bisschen helfe ich mir mit L-Carnitin. Also ich trinke L-Carnitin, kann man in Kapsel oder in flüssige Form nehmen, trinke ich L-Carnitin und dann versuche ich mich, wie gesagt, 15, 17 Kilometer auf Fahrrad schön bewegen. Das ein bisschen paar Kalorien zu verbrennen. Ich nehme von, das ist keine Werbung, von Rossmann, ganz normal Flüssigkeit L-Carnitin. Und schön, mit Orangengeschmack. Ich liebe alles in flüssiger Form als in Tabletten zum Beispiel. Schmeckt sehr gut. Ganz schnell für unterwegs perfekt. Hier einfach einen großen Schluck und hier ist mit Vitamin B, B6, B12. So, und jetzt geht's los. 15, 17 Kilometer fahre ich mein Fahrrad und dabei mache ich eine, ja, das sieht komisch aus, aber ist halt sehr gesund für Bronchien und Lungen. Ich mache ich weiß nicht, wie das heißt, Bremsen oder wie heißt das mit Lippen, Tiefluft einatmen und langsam ausatmen. Und somit, wie mit frischer Luft und Sauerstoff von Wald, ich fahre jetzt im Wald, ich bin hier in sehr schönen Gegend bei uns in Leipzig. Und ich mache sehr oft diese Übungen zum tief einatmen und mit Lippenwackel ausatmen. Das ist sehr gut für Bronchien. Körper sättigt sich mit Sauerstoff. Und nach ganzer Corona-Mist, na, meine Bronchien immer noch verschleimt. Ich war zweimal Corona krank. Und immer noch verschleimt und das hilft sehr gut, diese Übungen, tief einatmen, ausatmen, mit so Lippenbremsen, das ist wirklich, hilft sehr gut gegen Schleim, löse Schleim. Und ich muss permanent spucken und im Wald und Fahrrad fahren und nebenbei spucken, das perfekt passt. Nicht zu Hause rumspucken im Handtuch oder Waschbecken, sondern an der frischen Luft. So, L-Carnitin habe ich getrunken, jetzt geht's los. Meine Kilometer. Ja, ich bin schon eigentlich ein paar Kilometer unterwegs. Jetzt fahre ich in wunderschönen Wald, Naturschutzgebiet. Bis später. Kurz Pause. Und wieder tief einatmen und ausatmen. Das sieht und klingt komisch aus, aber sehr gesund. Wenn ihr mich mag und wollte weiter erfahren, was ich so im Alltag mache, von gesunden Sachen, dann abonnieren Sie mich bitte. Ich werde mich freuen. Bis dann.